Ich habe eine Demo unter dem Spiel namens Tormenture. Tormenture. Die Demo sieht sehr nice aus. Also zumindest das bisschen, was man auf Steam sieht. Gucken da mal rein. Ups. Demo. Demo. Und wir sind jetzt offiziell in die Dunkelheit. Ich glaube, wir müssen in Zukunft einfach viel früher mit dem Weird Part anfangen. Inzwischen kommen die Horror Games also immer so um 3 Uhr dran. Das war eigentlich nicht der Plan. Ich habe 2 Hühnerspiele überstanden. Was soll mich noch schocken? Ein drittes Hühnerspiel? Maybe. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird das folgende Spiel keine Hühner enthalten. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Mach nicht diesen. Tormenture. Kann Spuren von Ei enthalten. Nein, wahrscheinlich nicht. Graphics Ultra. Können wir irgendwie Windowed Mode? Das ist eine Option. Ja, es gibt Windowed Mode, sehr gut. TV-Filter, das haben wir trotzdem mal auf. Also, Maus macht gar nichts in dem Menü, ne? Sau cool. Machen wir mal High einfach. Nur das Prinzip, wenn man Rechner manchmal so. Wenn man Rechner manchmal so seine Eigenheiten hat. Ja, keine Ahnung. Tormenture, let's go. Oh, ich muss aber, warte mal. Richard muss weg. Richard hat nichts mehr zu tun hier gerade. Bye, Richard. And the game is crashing. Das lädt nur irgendwas gerade wahrscheinlich. Yes, it did. Another case of a missing child in the town of St. Helens. Das war sehr kurz. Oh. Er hat sofort umgeschaltet, weil er nur was zocken wollte. Oh. Yeah! Mehr Retro-Grafik. Oh, das sah so ein bisschen wie ist Adventure, oder? Oh. Oh. Okay. Es wird sehr retro-lastig. Oh. Und das ist totes da? Ja. Namaste, you guys. Yeah. Lampe mit Bart, einen wunderschönen guten Abend. Hallo liebe Raiders, schön, dass ihr hier seid. Hello, hello, hello. Ihr kommt genau richtig. Ja. Wir haben wieder gute Spiele am Start. Wahrscheinlich gute Spiele. Du kriegst erstmal einen Shoutout. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Hallo. Grüße gehen raus. Wie war euer Stream? Was habt ihr getrieben? Ich hab schon überlegt, ob du off gehst oder anfängst. Ja, mit dem Game fangen wir gerade an. In der Tat. Wir haben, also für alle, die mich vielleicht noch nicht kennen, erstmal hi, mein Name ist Winter oder Mark. Wir spielen samstags immer Indie-Games und die werden im Laufe des Abends immer weirder. Und spookiger. Und nachdem wir gerade den Weirdness-Faktor so komplett aufgedreht hatten, gibt es jetzt zum Abschluss mindestens noch ein Spook-Game. Ist das eine Demo zu einem Game namens Tormenture. Und wir haben gerade erst angefangen. Ihr habt quasi nur verpasst, dass unser Protagonist den Fernseher angemacht hat und sein Amiga angemacht hat und dieses Spiel gestartet hat, was auch Tormenture heißt.
Und irgendwie war noch 3 Sekunden Fernsehen zu sehen, wo anscheinend ein Kind vermisst wurde, aber da war nicht wirklich viel zu erkennen. Und seitdem spielen wir jetzt, oh mein Lord, oh Sweet Jesus, Sweet Jesus. Oh. Da komme ich nicht durch, oder? Nee. Oh. Kleiner Hals ohne Kopf. Okay. Ja, ihr habt gespielt 7 Days to Die mit Twitch-Integration wahrscheinlich. Das klingt ein bisschen sehr wild. Ich habe da kürzlich auch jemanden gesehen, der auch so ein nice. Der auch so ein Challenge-Run gemacht hat mit Twitch-Integration. Das sah sehr wild aus. Das sah schon sehr wild aus. Oh! Okay. Jetzt habe ich ein Schwert. Get fucked. Ja, ist auch cool. Da kommt der quasi von einem Spooky Game zu einem anderen Spooky Game. Ah, ich kann mein Schwert ablegen. Aber das kann ich wieder mitnehmen. Yes. Das ist eine coole Idee. Ich mag das Game jetzt schon. Ich finde nicht immer wieder, wie man solche Spiele überhaupt findet. Was man... Ich frage mich auf der anderen Seite, wie kommt man auf die Idee, dass es quasi nur Mainstream-Spiele gibt. Es ist echt nicht schwer. Es ist echt nicht schwer, solche Games zu finden. Überhaupt kein bisschen. Die finden mich in der Tat. Wenn ihr Interesse habt an ein bisschen außergewöhnlicheren Games, es ist wirklich so unendlich viele Entwickler, die ihre Freizeit dazu benutzen. Oh, hi. Nee, Chef, warte mal. Ist es hier so? Wow, hi, bist du? Where is your ring? My map. Oh, ich höre es regelmäßig. Es gibt so 2 Memes quasi in dem Channel. Und Basur ist quasi gerade beide. Oh, ich brauche mein Schwert wieder. Oh, ich brauche mein Schwert wieder. Es wird quasi jetzt beide in einem Satz erwähnt. Auf der einen Seite. Winter, wo findest du immer diese Spiele? Die sind so außergewöhnlich. Nicht wirklich. Twitter, Twitch, Streamer, andere Twitch-Streamer oder Steam. Relativ simpel. Oh ja, okay. Und anderes Meme ist immer: Wer macht denn solche Spiele? Du musst doch auf Drogen sein. Oh mein, okay. Ich sag, oh, warte mal, Chef. Hallo? Mach mal nicht. Okay, das ist ziemlich cool. Ist das eine Anspielung, dass da an einem anderes, ein Horrorfilm, der kürzlich veröffentlicht wurde. Skinamarink hieß der. Vielleicht ist es eine Anspielung an Skinamarink. Power off. Immer schön reinblasen, ne? So, ja, und dann wird's auf jeden Fall besser für das Spiel. Limbo 2800. Das da war sehr cool. Was gibt's hier noch zu sehen? Zipperman. Hyper Break-In.
Sports Collection. Mystery Seats. Okay. Ja, das andere Meme ist, wie kann man nur solche, wie kommt man auf solche Game-Ideen? Auf wie viel Drogen nimmt man denn, um das zu? Und denke ich mir, irgendwie ein bisschen schade, wenn die einzige Art und Weise, wie man Kreativität finden kann, und sein Innerstes quasi seine Ideen in die Welt hinausbringen kann, dass das nur mit Hilfe von Drogen möglich ist, weil das ist es absolut nicht. Ganz im Gegenteil, Drogen würden beim Entwickeln von Videospielen garantiert nicht helfen. Und ich weiß, es ist ein Meme und ich weiß, es ist so der Go-To-Joke an der Stelle. Aber es ist das nicht. Es ist nicht so. Kreativität ist kein so Mysterium, wie man vielleicht meint. Piep. Ne? No batteries, okay. Oh, wie cool. Der malt selber mit. Der malt sich selber eine Karte. Oh, ich liebe das Game jetzt schon, ey. Mit Spucke reinpusten. So, oh, geil. Dann verschimmelt das Ganze. Die Cartridge gleich von innen. Wurde ich auch mal gefragt, wegen den atmosphärischen Horror-Games, teils aus Osteuropa. Es ist halt echt nicht, ne, wenn man ein bisschen guckt, ich meine, du musst nur zwei Chillers Arts Games gespielt haben und Steam wirft dich zu mit dem Zeug. Habe ich nicht geworfen, oder? Nee, habe ich nicht, okay. Well, shit. Sag mal. Du hast aber auch keinen Mucki im Arm, ist ja wild mit dir. Ne, ich glaube, es geht nicht. Okay. So. Press Control to keep playing Tormentia. Control. Ich hasse dieses Ding mit den Drogen. Das finde ich eigentlich traurig. Es ist so, es unterbauert so die Kreativität, die Leute halt in ihre Hobbys investieren. Und es ist ja nicht so, als wäre Drogen jetzt das magische, ich habe tolle Ideen, Tool. I get it, it's a joke, it's a meme, aber ich glaube aber auch, wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, und das könnt ihr auch jetzt einfach geben, zugucken, hinterfragen, wo kommen solche Ideen her, was beeinflusst es, dann kommt der von ganz alleine drauf, weil es ist eigentlich meistens ziemlich simpel. Find the four hidden relics and head north. Oh. Ah, wir haben den Drachen jetzt trotzdem besiegt, ne? Auch wenn so schwer jetzt weg ist. Switch. Okay. Oh mein Lord. Das ist aber schnell eskaliert. Kann ich mein Schwert wiederholen? Ist das eine Option? Steam weiß, was man will. Ich glaube, Steam beobachtet uns. Angst, Schweiß. Verdammt, eine Lampe gestoßen. Steam benutzt so ein magisches Mittel, das eigentlich illegal sein sollte, aber viele benutzen es. Sie nennen es Algorithmus. Die gucken, was du spielst. Gucken, was andere spielen, was du spielst, und sagen, yep, sie hat was in der Hand. Warte mal. Komm ich mein Schwert wieder? Ja, da, wo war mein Schwert jetzt? Das war doch cool.
Warum? Können wir. Gönnt mich mal. Ich hab meine Kuschelmaus. Oh, der Schatten so von uns, wie cool. Das ist schon sau cool. Und du hast sowas von einer Atari. Nein, das ist ein Limbo 2800. Igor, pass doch auf. Atari, was ist ein Atari? Nie gehört, kenne ich nicht. Oh, es gibt kein Schwert mehr? Schwert ist gone. Where's my ring? I don't know. Die haben nicht. Er braucht ein neues Schwert, glaube ich. Ey. So, ich habe langsam mal ins Bettchen. Gute Nacht euch und hier und allen hier, dir und ganz, ganz viel Spaß noch. Dankeschön. Nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für den Raid. Hat mich sehr gefreut, dass ihr hier wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. An alle, die ins Bett gehen, schon mal eine gute Nacht und süße Träume. Und ja, falls ihr allgemein Interesse an Weird Shit oder Spooky oder außergewöhnlichen Games habt, ich habe einen Hebel gefunden, oder? Give Boat, irgendwas hat er gerade gesagt, oder? Sorry. Falls ihr allgemein Interesse an außergewöhnlichen Games habt, samstags ist hier eigentlich immer Indie Samstag. Manchmal freitags, weil ich es einfach nicht kann. Ja, kennt das so, manchmal ist man halt verplant. Aber ja, ansonsten herzlich eingeladen, samstags mal reinzuschauen. Ansonsten die Woche über spielen wir aktuell halt Elden Ring. Aber dann bald auch wieder so ein bisschen was Außergewöhnlicheres. Beziehungsweise bald als nächstes Projekt besser gesagt, dann. Cool, Shortcut. Als nächstes Projekt gibt es dann Castlevania Revamp. Warum vibriert mein Monitor? Schaff ich das nur? Bruder? Was? Mach nicht diesen. Hallo? Was hat's denn damit eigentlich auf sich? Platin, nice! Glückwunsch! Falsch, sorry. Was soll ich machen? Glückwunsch. Glückwunsch zu Platinborn. Es vibriert immer noch. Ich weiß nicht warum, aber es ist in Ordnung. Ja, genau. Wir spielen dann bald, wenn wir mit Elden Ring DLC fertig sind, spielen wir Castlevania Revamped. Hier kommen wir auch nicht weiter, ne? So gar nicht. Ne. Castlevania Revamped ist quasi ein Castlevania mit Grafik hauptsächlich und auch Spielmechaniken von den Oldschool NES Castlevanias, aber halt aufgebaut wie ein Metroidvania. Das ist ein Fanprojekt, ist sehr geil bisher und das wird unser nächstes Playthrough. Hätte vielleicht mit ihm mal reden sollen, oder? Are you taking notes? Tap. Oh ja, okay, wir taken notes. In der Tat taken wir notes. Und die Notes sagen, hier geht's noch irgendwo nach
Angeblich geht es hier nach rechts irgendwo. Links ist das da, nicht rechts. Ihr wisst schon. Hier ist zu. Die ganzen Türen geben mir tierische Jubiliki-Vibes. Auch ist immer so, wenn freistehende Türen irgendwo sind. Oder war es gleich auch bei Dingens, wie hieß es noch? Ich hab's eben schon dreimal erwähnt, das Game. Everhood. Da gab's auch so freischwebende. Verschiebende Türen, die in irgendwelche Länder uns geführt haben. Also da ist nichts, ne? Da brauchen wir Maus und Farbpalette und Musik und Checkmark irgendwie. Rick, hey na? Hey na? Vielleicht kommen wir mit dem Griff in dem Schloss weiter. Upsala. Scusi. Wie ist es, Rick? Wie geht's dir? Oh, das ist Speichern jetzt an dem Ding. Ja, okay. Okay, hier ist aber nix. Hier ist auch nix. Das ist kein Ring, oder? Das ist für dich. Where's my ring? Ist da so ein Hebel, glaube ich. Okay. Autschi. Autschi. Je mehr Schaden ich bekommen habe, desto mehr vibriert mein. Ist aber knapp. Ist aber auch nichts mehr, ne? Hier ist auch nichts mehr. Okay, na gut. Ja, okay, das killt mich halt. Game over, yeah. Ja, nee, okay. Dann, wo geht's hier raus nochmal? Wie, raus war doch da oben, genau. Hi, Geist. No, Geist, please don't. Hi. No. Hallo, Trachi. So. Alles schick. War immer noch mit Freunden in einem Park und bin gerade nach Hause gekommen. Um 3:30 morgens kommt er nach Hause. Man treibt sich um die Häuser bis in die Morgenstunden. Gibt's doch nicht. Hurra Bauch. Dann war sicher ein sehr schöner Abend, oder? Jetzt angeblich nach rechts. Da brauche ich irgendwas dafür wahrscheinlich. Oder ich muss irgendwas im Raum vielleicht machen, damit es hier weitergeht, oder? Oh, was ist denn da? Ah, oh. Tormentsche Game Instruction. Ich mag den Boy da vorne auf der. Der ist ja, also Schlangi-Mensch ist ja. Der hat ein Gesicht, das ist sympathisch. Safety precautions. Use your joystick with Coax Studios game program. Be sure the control is firmly plugged. Left controller jack. The rear of the tip deck. The controller note. Always turn the console power switch off. One. Do not play many consecutive hours. Okay. How to play. Collect the wristlets using control. Oh. Da war was drin. Good Magic, Key, Sword, Seats, okay. Mirror, Levers. Magical Gadget that allow you to jump between dimensions. Clock, seem to heal your wounds and magically register progress, okay. Bad Magic, Barriers, Evil Creatures, Spikes. Good or bad magic. Boxes, magnetic blocks, rivers. Magic. Okay. Oh. Kann man hier auch zoomen? Ne, kann man nicht. Team behind Tormentia. Paul Astrophel Moore, Creative Director. Artist Eternal. Lewis Walterson, Programmer.
Sometimes the cold seems to come alive. Ganz normale Sachen, die Leute schreiben. Listen to the hidden tune. Al Bernstein, Musician. Charles Raymond, Designer. Mazes are like life. You have to find out your own way, okay? Und Alex Balter. Everything is up for reinterpretation, even yourself. Oh, und das sind jede Menge. Oh, das sind Hinweise. Oh, das sind Hints. 164532. The frog hides something. Forest cave. I can't move. Aber erstmal. Oh, das ist der. Okay. Ultimate Express Video Store. Description Price. Tormentia. 1982. Für $6.66. Oh mein Lord. I agree to return the both videotapes or video games pile. Okay. Wir haben die nur gemietet. Weil sie ausgeliehen das Game. Spell Prison. Warte, A. Warte. V S A W Q. Warte, komm mal. Nee, warte mal. Die Lampe wieder. Ich habe irgendwas gehört, was sich bewegt. War es jetzt nur die Lampe? Vielleicht. War der Zettel da eben auch schon da? Kann ich aufstehen, ja, oder? Ich kann nur mich umgucken. Oh, das gottverdammte Skinnamarick. Oh! The fuck heißt denn das jetzt, bitteschön? Ist aber exakt das gleiche Telefon, oder? Warte mal, nicht, dass ich jetzt wahnsinnig bin. Oder? Warte mal, auf dem Videoplakat Pro. Das ist. Naja. In der Promotional Art. Das ist schon sehr ähnlich. Da ist. Hä? Also. Hä? Hä? Ist schon sehr ähnlich. Gibt es ein besseres? Ah, sieht man nur ein besseres. Hat doch fast den gleichen Mund. Da ist noch ein bisschen. Schon sehr ähnlich. Skinnerick ist ein sehr. Relativ unbekanntes, aber von Kritikern doch sehr hoch angesehenes, behaupte ich mal. Ja, Horrorfilm. Indie-Horrorfilm, der jetzt letztes Jahr rauskam, will ich sagen. Oder war es Anfang diesen Jahres? Der sehr subtil ist, aber auch einen sehr guten Horrorfaktor irgendwie hat. Zu. Grab. Macromania. Read. System for Best Video Games. Macromania Exclusive Hyper Break-In Best Tips and Tricks. $1.20. Hast du ihn gesehen? Nee, ich habe nur viele Ausschnitte gesehen. Ich bin quasi mit einem Erklärvideo zu dem Film drüber gestolpert. Und dann habe ich schon sehr viel gesehen und habe mir überlegt, ob ich noch abgucken soll. Ich werde es vielleicht auch mal lesen, aber lesen. Ja, weil ich gerade von lesen lese. Ich werde den vielleicht mit Leuten zusammen irgendwann mal gucken, wenn ich die Gelegenheit habe. Alleine bin ich halt schon ein bisschen, naja, gespoilert, übertrieben, aber ne? Ihr wisst schon. Würde ich jetzt nicht für mich alleine mal gucken, aber irgendwann mal. Experts on Video Games. Potential Dangers to Our Youth by Larry Oldman. He very old man.
From toys to instruments of control, the debate on the influence of video games in our children is more heated than ever. Wartet immer noch bis zu Ende 90er, damit es wild, oder Mitte 90er, besser gesagt. The safety authority Thomas Jackson believes home consoles have something to do with the recent disappearance of children across the country. From a behavioral standpoint, the device is a bad influence on our children and thus to our society. The promise of most products is escape to leave the real world and enter a new imaginary one. In the process, the child loses the ability to discern between the two. Willst du mich verarschen? Ist nicht jedes Kindheitsspiel eigentlich... Na klar, das Argument ist von vornherein dumm. Wir spielen ein Videospiel, wo jemand dargestellt wird, der gegen Videospiel ist. Aber es ist eines der dümmsten Argumente, die man eigentlich machen kann. Weil... Oh mein Gott, Videospiel präsentiert einem Kind eine fiktive Welt. Lass sie lieber Bücher lesen, in denen sich eine fiktive Welt selbst vorstellen. Und ne? Brauche ich nicht zu erklären, glaube ich. The expert adds, Games leave the mind in a suggestive magic circle where there's no formal difference between play and ritual. As historian Johann Huizina puts it, this phenomenon is usually used as an occult tool that opens up young people to influence on them on topics such as murder, sadism or demonology, Thomas says. Klassiker, hm? Genau so geht es. Nicht wirklich. Also der größte Kult der Welt, das Christentum, hat das nicht unbedingt so gemacht. Von daher glaube ich, ist es ein schlechter Vergleich. Was ist es da? Da ist so viel Platz für Rätsel. Wenn ich hier alles so finde. Spell Prism. Prism? P-R-I-S-M. Incorrect. Spell Prism. Oder Prism? P-R-I-O-N. Correct. Oh. Spell Time. Time? I-E. Correct. Spell Mortality. M-O-O-N-P-U-S-S-Y. Incorrect. Spell Mortality. What? M. U. R. D. E. R. E. Incorrect. Spell mortality. Was ist dieses Wort? Lunacy? L. U. N. A. R. V. Y. Incorrect. Spell mortality. Was ist das Wort? Was sagt er? Mortality? M-O-R-T-L-I-T-Y. Correct. Dein Ohr? Condition. Condition? D-C-O-N-D-I-O-N. Incorrect. Spell ambition. C-O-N-D-I-O-N. Incorrect. Spell ambition. Aber das ist nicht so. Condition? C-O-N-D-I-O-N. Kondition? Condition. Google. Ambition. Oh mein Lord. Warum ist Schublade gerade aufgegangen von sich? Geh immer kurz auf Seite. Warum? Bitte nicht. Okay. Ambition. Oh, time wieder. Huh? Spell Chime. Chime? C-H-I-M-E. Incorrect. Spell Chime. Time. C-H-I-M-E. Correct. Oh, hab ich eben vertippt mich, okay. Between. B-E-T-W-E-E-N. Correct. Spell Transcendence.
Transcendence? Ist kein Wort, oder? C-O-N-V-E-N-N-V-C-N-V. Concepts? C-O-N-T-T-F. Incorrect. Spell Transcendence. Transcendence. C-R-E-N-C-A-N-E-N-T-S. Incorrect. Spell Transcendence. Trem? T-R-A-N-S-C-E. Schreibt man Transcendence, ist doch auch kein Wort, oder? Transcendence. Trend, oh, mit A-S-C. Transcendence. Correct. Spell demon. S-E-L-E-N. Incorrect. Oh. Spell demon. Oh, demon. D-E-L-N. Correct. Ah. Spell mortality. Das ist wieder Moonpussy, das sah aus wie Moonpussy eigentlich. Hä? Incorrect. Spell mortality. 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 Correct. Spell ambition. A-M-B-I-O-N. Correct. Spell prison. P-R-S-I-L-N. Correct. Spell children. H-C-H-I-L-R-N. Incorrect. Nee, natürlich nicht. Spell children. C-H-I-L-D-E-N. Correct. Spell prison. Okay, es loopt. Ich dachte, vielleicht wäre da irgendwas Cooles. Vielleicht kommt es. Ups. Vielleicht. The fuck? Da klopft irgendwas. Können wir bitte aufhören damit? War der eben auch schon offen? Ich raste aus. Können wir das nicht machen, bitte? Hallo? Hallo? Nein? Nö? Ich mache mal irgendwas Grünes und dann passiert irgendwas vielleicht. Red, Orange, Yellow, Light Green. Nicht wirklich. Das Game ist wild, ey. Ich liebe jetzt schon alles an diesem Spiel, aber wenn ich schon einen Teil davon verstehe, was gerade passiert. War ich hier schon? Ist ja auch nur hier jetzt wieder. Ja, genau, wo ich nicht weiterkomme. Ah, doch, komm ich! Ne, komm ich nicht. Ne, komm ich nicht. Quatsch. Egal, wo ich lang gehe. Doch, ich komme. Weil der hat in eine andere Richtung gezeigt. Rausch, was machst du da? Hörst du deinen Dödel aus dem Wasser halten, bitte? Bridge. He wants to help. Take the key. Sehr geil. Danke, Frosch. Danke, Frosch. Die Stimme. Mom. In der Tat, ey. Das ist sehr Faith. Na? Ne? Okay, ich hab gehofft.
Ne? Zack. Ne? Zack. Schlüssel. Kannst du den Schlüssel irgendwo ablegen und dann kann ich ihn später nochmal holen? Ja, der bleibt hier, okay. Dann gehe ich halt das Ding mal holen. Give it back. Würde ich gerne. Ach so. Ich kann sogar ins Wasser legen, aber. Aber ich kann es ihm nicht geben, so wirklich, oder? Ah, doch, geht. Oh. Wie cool. Nice. Welcome, Traveler. Hi. Speicher mal. Stop, please. Say cheese, also die Kammer. Bruder, machst du nicht, oder? Sweet effing Jesus. Er hat es wirklich gemacht. Die absolute Madman. Er hat es einfach geschafft, ein Bild zu machen. Aus dem Videospiel raus. Only one half in here. One half in here. Only one half in here. The half that feels. Sagt das Pferd. Bringen wir gleich hier, ist der Michael Davis hier reingestürmt kommt. Habe ich mal mein gutes Michael Davis GIF noch herumfliegen? Das müsste eigentlich, das passt ja wunderbar da rein. Ich hatte es mal irgendwo. Sehr wichtig ist da. Geht es da? Ich hoffe, es geht. Nee, es geht nicht. Verdammt. Oh, die Mucke ist aber auch. Schmackofatz. Okay. Kein gutes. Schade. Es ist das Gleiche, ne? Ja. Ich finde auf der Stelle kein Michael Davis. Den Boy, ne? Kinder. Der Part wird einfach so perfekt in dieses Game reinpassen. Ich finde kein gutes GIF von dem, nur WebMs. In memory of Johnny Faith. Oh. Rusted things belong. Oh, rusted things. Wie ein verrosteter Schlüssel zum Beispiel. Ist der weg? Why is he gone now? Why is key gone? Ouch. Wow, very good. Okay, Gegenstände bleiben nicht unendlich lang irgendwo liegen.
Na, falsch. Ooh, I played bad. Chat, ich mach das Videospiel scheiße. Ich spiele schlecht. Stop. Schimza, mach's doch richtig. Gut. Da. Jasse. Oh mein sweet fucking. No 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 no. Okay. Cool. Aha. Disco Party. Disco Stu mag Disco Musik. Aber cool. Den Anfang mochte ich sehr. Zeit machen? Nö. Aber so wild ist das nicht. Auto Stop System, was heißt denn das? Ah, wollte ich nicht. Vielleicht tanzt er währenddessen. Ja, okay. There he is. There he goes. There he goes. Disco Stu mag Disco-Musik. Er ist wunderbar. Er ist absolut wunderbar. Nochmal, für ihn. It's dance, brother. Okay. Okay, wir sind vielleicht aus dem Haus rausgekommen und wir haben seinen. Das Game ist der Hammer. In der Tat ist das Game der Hammer. Er auch. Der Dude ist auch der Hammer. Wir haben einen roten Key. Der ist jetzt nicht fair. I don't. Arf, arf. Ist doch ein Knock-Loose-Song, das da. ist das hier? Ach komm, das ist wirklich aber das Faith House, das da, oder?
Ne? Ne, geht aber. Kann man nicht rein irgendwie. Tür sagt nein. Vielleicht war der Schlüssel zu weit. Ja, das habe ich auch noch falsch rum. Muss in der so irgendwie packen, oder? Ah. Komm, ey. Wie geil ist denn das? Das schon. Okay, er ist aber, es ist schon sehr Faith. Das war sehr geil gemacht. Ja, ist doch einfach Faith 2 das da, oder? Also wenn bei dem Game nicht... Oh, Spiegel. Wir haben uns über Spiegel gelernt, ne? Da in dem... Mirrors that reveal creatures and other invisible elements. Mirrors can reveal... Okay. Alle Reflexionen in so alten Videospielen wild. Aber die sind ganz normal bisher. Ne? Also wenn Erdorf nicht involviert war in den Videospielen, weiß ich auch nicht. Oh mein fucking Jesus. Hier ist alles ganz normal. Hier ist ganz, ganz normales Videospiel für den Atari. Verzeihung, den, Limbo. Lingo. Nö. Nein. So allgemein eher nicht, danke. Thanks for playing. Don't forget to wishlist. No, sagt man nicht, dass das die Demo war. No. Holy shit, das war das beeindruckendste Game in dem Stil, was ich bisher gespielt habe. Hab schon ein paar Games in dem Stil gespielt und die waren alle sehr cute. Das da hat komplett zerstört alle anderen Games in dem Stil. Ganz ehrlich, holy shit. Das war ziemlich fucking gut. Das kommt instant. Das ist schon auf der Wishlist wahrscheinlich. Es kommt jetzt nochmal auf die Wishlist. Einfach nur aus Prinzip. Einfach nur weil. Holy goddamn. Das ist jetzt auf der Wishlist. Gut, Steam sagt schon so, similar to games you played. Inscription, okay, sehe ich. Celeste, eher weniger, aber es ist auf demselben Niveau irgendwie, wie die beiden Games. Naja, zumindest fast. Und das ist von Croxel Studios und die haben nur Tormentia. Wait, what? Okay, what? What? Zur Hölle? Moment.
gerade zu dämlich. Ist schon spät. Ich sollte auch nicht mehr lange machen, aber ich will das ja einfach gerade zeigen. So, Steam, ne? Tormenta sind die am Machen gerade. Und Afterlife Pharmaceutics. Und dann klickst du da drauf und dann ist einfach so, hä? What, ne? What? What the fuck? Was ist das Game? Was ist dieses Spiel? Proud of our innovative and cutting-edge science, our world-class team has achieved scientific advances that no other group has been able to accomplish, delivering wholly new classes of therapeutics to benefit patients. We let science lead the way. You may well wonder about Emory. Normally, this medicine is prescribed for people with hiccup spasms to help lower blood potential. However, it appears to have a number of other interesting properties as well. Scientists are now conducting a long-term trial of Emory to see how it affects the brain interconnection process. Our approach to innovation builds on strong science combined with a drive to find solutions where the need is the greatest. There's a common misconception among people regarding... Ich mir gerade so einen Thalassin Plus Werbespot an? Like, what the... Geht es da überhaupt? Kann ich es maximieren überhaupt? Das ist ein bisschen, nee, es geht für euch gerade nicht. Ist egal. They don't work. Studies show that almost 50-60% of patients who are under medication can manage their symptoms better than someone not opting for any treatment. They have adverse side effects. Any form of medication is associated with side effects, but only... Was ist das für ein Videospiel? Explain, please. ...when taken in an unsupervised manner. As long as you follow dosage instructions, you can buy anti-anxiety drugs and be fine using them. Horrible. Similar to games you played, Hades, Nier Automata, what the fuck? Withdrawal symptoms. Abrupt withdrawal may have a domino effect if you have been taking the drugs for over 6 weeks. However, this is more common with medications that leave your system faster. They are expensive. Brand drugs may cost a little more than generic ones, but we offer them at significantly lower prices. At Afterlife Pharmaceuticals, we work every day to transform patients' lives through science. We combine the agility of a biotech with the reach and resources of an established pharmaceutical company to create a global leading important safety information and memory must be added to irrigating solution prior to intraocular use. M-Memory is contraindicated in patients with a known winter scarring to any of its ingredients. Systemic exposure of methyl format may cause elevations in skin pressure. Use M-Memory with caution in individuals who have previously exhibited sensitivities to zinc chloride acid, potassium hexacyanoferrate acid derivatives, and other non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, or have a past medical history of lady bones. The most commonly reported adverse reactions at 2% are eye irrigation, posterior capsule pacification, increased kidney pressure, and anterior chamber inflammation. Let science lead the way. Was zur Hölle habe ich mir gerade angeguckt? Das ist auf Steam. So ein bisschen mental gerade hier so. Natural emotions, or maybe interested in expanding your emotional palette. Cutting-edge brain mapping technology has not only allowed us to refine existing emotions, but has also allowed for the creation of new emotions and emotional experiences. With Thalassin Plus, experience emotions be... Psst. Ich muss gerade einen Thalassin Plus Werbespot gucken, stör mich nicht. Beyond previous natural capabilities, these new emotions include degrance, Humber, Nage, Dorselessness, Andric, Verinage, Hornish, Harfem. Ich bin ja Harfem. Harfem ist ja einer meiner Favorites, muss ich sagen. Da habe ich manchmal morgens nach so einem längeren Termin mit meinem Kunden. Trantiveness,
to luge. Brick. Ist egal, völlig im Plus. Das ist ein Horror. Das ist da überhaupt kein Game. Das ist. Du kennst doch den Thalassian Plus Werbespot, oder? Billy. Lorik. Oder was auch immer das ist. Was ist eher? Sieht ein bisschen aus wie einer aus Nightmare Before Christmas. Oder meinst du das hier? Das ist keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, was das ist. Ich hab Popular User-Defined Tags for this product. Adventure Anime Story Rich. Nach die Oma, schlaf gut. Sweet Dreams. Ich würde sagen, was das hier ist. Was ist das hier? Und warum ist About This Game? Und dann ist hier so Anime-Bullshit. Und dann aber auch. The fuck bin ich lesend? Steam Gaming, ja, ne, ich habe keine Ahnung. Alles so low quality auch. Ist das irgendwie ein. Oder hat's was damit zu tun? Was ist das? Zur Hölle bin ich sehend. Hat es was mit. Haben die beiden Sachen, das wir uns tun? Das ist ja selber Entwickler hier. Ja, Schnauze. Baroque Decay. Oh, der auch die Yuppie Psycho gemacht hat. Ja, gut, das erklärt einiges. Ja, okay. Okay, meine Fragen sind weniger geworden. Yuppie Psycho ist auch ein Videospiel auf jeden Fall, das kann ich sagen. Oh mein sweet Jesus. Aber was zu. Ist doch ein. Ist das ein Meme? Oder ist das wirklich ein Game? Es kommt auf die Wishlist jetzt. Ist egal. Ab drauf mit dir. Aber das macht Baroque Decay zusammen mit Croxel Studios und Croxel macht dann auch Tormentia. Ich hab so Fragen. Anyway, zu spät, Chat. Es ist 4 Uhr morgens geworden. Aber für Tormentia war es auf jeden Fall wert. Sehr geiles Game. Richtig geiler Shit.